Sehr oft hört man Golfer, die sagen, ich kann nicht so viel denken. Wenn ich so viel im Kopf habe, dann treffe ich den Ball nicht. Ich denke, dass die recht haben. Und man muss wirklich aufpassen, nicht zu viel zu denken. Höchstens ein, zwei Schwunggedanken. Und manchmal ist das sogar zu viel. So, da schlage ich vor, dass du das tust, was die Profis tun. Die sind am Denken beim Probeschwung. Das ist die Gelegenheit für dich, dich für den Schlag vorzubereiten. So, wenn bei der Trainerstunde du gelernt hast, dass du zum Beispiel weniger ausholen solltest, dann denkst du das beim Probeschwung. Vielleicht hast du gelernt, bei der Trainerstunde steil auszuholen. Dann denkst du das beim Probeschwung und richtig mal ruhig übertreiben. Dann, wenn du über den Ball stehst, schlage ich vor, dass du dich voll auf deinen Rhythmus konzentrierst, so gleichmäßig wie möglich zu schwingen. Denk Balance, Gleichmäßigkeit. Die Schwunggedanken, die du beim Probeschwung hattest, werden irgendwann auch mit Ball passieren. Okay? Das ist der Weg. Immer wieder die Dinge beim Probeschwung denken und beim Schlag mit Ball denkt man Schönheit, Rhythmus, Balance und nichts anderes. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Tipp für alle Golfer, auch wenn dein Handicap höher ist und auch wenn du nicht lange Golf gespielt hast. Okay, ich glaube, das wird helfen. Viel Spaß!